Hallo und willkommen zu meinem ersten Unboxing-Video auf meinem Kanal. Meine drei Pakete sind jetzt endlich mit der Post gekommen, die ich in einem Titanfall-Video erwähnt habe. Und ja, sie sind jetzt nicht gekommen mit der Post. Heute Mittag sind sie da gewesen. Und gestern haben sie es, glaube ich, abgeschickt. Also der Service war relativ schnell, nachdem dieses gewisse Teil, was sie ja nicht hatten, bei ihnen waren. Gab es ja wahrscheinlich nur noch einen Tag und dann war es eigentlich schon hier. Und ja, ich möchte einfach nicht weiterreden. Ich wechsle mal kurz die Kamera und ja, wir sehen uns gleich bei dem Unboxing. So, ich habe jetzt mal die Kamera gewechselt und habe mir auch schon eine gute Fläche ausgesucht, wo ich das Ganze drehen kann. Und ja, ich möchte mich aber noch kurz bedanken an meinem Kumpel, der mir diese Kamera, wo jetzt gerade in Benutzung ist, zur Verfügung gestellt hat, dass ich dieses Video drehen kann. Danke dafür. Und ja, wir fangen jetzt jedenfalls schon mal an. Hier sind wir schon mit einer Schere am Start. Und ja, ich nehme mal das erste Stück von diesen drei Sachen. Und das ist dieses gute Stück hier. Das Rode Mikrofon PSA 1 Studio Arm und ja, das ist ein, wie schon gesagt, das Studio Arm Mikrofon von Rode. Ja, das ist einfach halt dieser Arm für ein Mikrofon. Hier kann man das auch noch sehen. Hier ist das den Arm hier nochmal. Ohne Mikrofon, vorne ist ja noch das Mikrofon, das PSA 1 Mikrofon, das ist ja dieses hier, das ist ja das andere Mikrofon, auch von Rode, aber das habe ich nicht und das ist ja egal. Ja, ich habe jetzt mal dieses wunderschöne Stück mal geholt und wir werden jetzt mal hier in diese Box reingucken und ja, gucken wir mal, ob wir das hier gerade öffnen können. Und ich glaube, das kann man auch gerade so hier rausziehen, nämlich nicht hier, ne, das kann man glaube ich hier öffnen. Und ja, ich will mal kurz ein bisschen gehen. Hier kann man das öffnen. Na, kann man sogar rausnehmen. Okay. Dann können wir hier mal schön drunter greifen und das ganze Paket, glaube ich, hier so rausziehen. Oh, da kann man das auch so machen. Es will nicht rauskommen. Weil es hier natürlich noch zusammengeklebt ist. Dann werden wir hier noch mal kurz die Klebestreifen wegmachen. So. Durch ist das ganze Zeug hier. Und ja, jetzt können wir es glaube ich auch, ja genau, rausnehmen hier. Natürlich ganz vorsichtig. So. Ah, komm schon. Es will nicht wegkommen. So, jetzt. Jetzt haben wir, hier ist noch die Hülle. Ja, schön gemacht eigentlich. Die wir schon in den Hintergrund stellen eigentlich. So. So, jetzt haben wir hier dieses Paket hier. Und ich hoffe, dass ich das richtig aufmache. So, jetzt haben wir das auch aufgemacht hier. Ja, und den ersten Einblick, man sieht nicht viel. Und ja, wir ziehen es mal raus. Und ja, jetzt kommt das Ganze hier auch raus. Ist schon mal so klein oder groß, je nachdem. Ist relativ schwer. Hier haben wir noch einen Adapter für das Gewinde. Und gucken mal ganz kurz, ja, sonst hat es glaube ich hier nichts mehr groß drin. Vermute ich mir jetzt mal, ich glaube da hat es noch was. Hat es hier noch was? Es sieht jedenfalls so aus, ja, okay, hier hat es noch was. Und zwar, ach genau, das ist dieses schöne Wunderteil, wo man an den Tisch machen kann mit dieser Kurbel hier. Und jo, mal kurz ein bisschen das Licht so ein bisschen nach vorne stellen, genau. Ja, haben wir eben diese Kurbel hier und können wir das an den Tisch machen. Finde ich sehr gut gemacht. Hier unten gepolstert, finde ich auch sehr gut gemacht, dass man den Tisch nicht beschädigt. Und ja, hier kommt dann das den Arm hier drauf. Hier noch Rode angeschrieben. Und ja, hier mal den Abfall können wir hier wieder in die Packung reintun. Und das kommt hinter die Kamera. So, perfekt. So, jetzt haben wir hier, wie gesagt, diesen Adapter.
Und jetzt kommt es auch zum Eigentlichen, und zwar zu diesem schönen Stück hier. Und jetzt muss mal ganz kurz was gucken. Okay. Zu diesem schönen Stück hier. Das ist auch wieder zugemacht. Für das haben wir unsere Schere. Und ja, wir müssen mal kurz hier aufschneiden. So. Und so, jetzt haben wir das offen. Und werden das mal vorsichtig herausnehmen. So. Das kommt auch weg. Ja, erster Einblick. Sehr, ist halt, wie schon gesagt, relativ schwer. Ist gute Verarbeitung. Und ja, das ist auch, ich weiß nicht, Alu oder, ich weiß nicht genau, was es für ein Material ist. Aber sollte, glaube ich, auch stehen. Was steht hier noch? Hier steht noch einfach eine Warnung, dass dieses Ding hier geladen ist und eventuell aufspringen könnte. Und ja, wir werden das hier auch gleich noch aufschneiden. Und hier auch schön halten. So, durch ist das Ganze hier. Perfekt. Und jetzt haben wir hier das Ganze. Oh, jetzt ist aufgesprungen. Und ja, das Ganze ist ganz so groß, dass ich es nicht mal in die Kamera halten kann, weil die Kamera zu weit ist. Aber im Grundsatz ist es schon ein, wie soll ich sagen, großer Radius, der man mit diesem Teil erzwingen kann. Und das ist ja, glaube ich, auch dann irgendwie, ja, das kann man hier noch so runter machen. Ich glaube mal, ganz kurz. Hier kann man es schön aufschrauben. Ich muss das hier in die Kamera halten. So runter tun. So. Und dann wieder anschrauben. Also auch sehr gut gemacht hier. Mit diesen Schrauben. So. Und dann haben wir das halt hier dann so an dem Pult. Da kommt noch das Mikrofon drauf. Das Coole finde ich jetzt, dass hier eben diesen Adapter mitgeliefert wird. Falls man ein Mikrofon hat, wo was ein anderes Gewinde hat. Und ja, von der Verarbeitung relativ gut gemacht. Hier haben wir noch solche ja, wie soll ich sagen, solche Klettverschlüsse, wo man das Ganze, wo man dann das Kabel des Mikrofons eben hier dann drüber tun kann. Und ja, ich denke, das lasse ich mal so. Ich denke, das ist gut. Kann man dann noch so hier reinstecken. Weil viel kann man jetzt hier nicht mehr sagen, außer dass ich ja, relativ begeistert bin von diesem Teil. Und ja, ich werde mal dieses Teil hier auch mal hinten wegtun und werde das hier mal schön hier hinten platzieren mit dem Teil hier. So, das Adapter kommt auch noch hier rein. So, wir kommen jetzt auch schon zum nächsten Teil. Und ja, das nächste ist etwas anderes. Und zwar ist es dieses schöne Mischpult, was ich mir auch bestellt habe. Und zwar habe ich ja mal in einem Titanfall-Video gesagt, dass von diesem Video etwas noch fehlt. Und zwar war es dieses Mischpult, und zwar das Xenix QX1002 USB von Behringer. Das hatten die, wo ich das bestellt habe, nicht im Lager drin, also mussten sie das nachbestellen. Und ja, aber jetzt habe ich es jedenfalls bekommen. Und Verpackung sehr gut gestaltet. Hier sehen wir noch so ein bisschen die Einzelheiten, was so drin ist. Und was kann man hier noch sehen? Hier haben wir noch so eine kleine Angabe. Verpackung relativ gut gemacht. Hier haben wir noch so ein Henkel zum Mitnehmen, auch sehr gut gemacht. Und ja, wir werden das Ganze jetzt auch mal öffnen, und das Ganze ist nicht mit Klebeband zugemacht. So, jetzt haben wir das auch geöffnet hier, und das ist auch geöffnet. So, dann gucken wir auch mal, was wir gerade hier rausziehen. Und zwar haben wir mal so ein kleines Kästchen, das natürlich mit einem Klebeband zugemacht ist. So, dann haben wir das auch durch, das werden wir mal auf die Seite tun.
Und da haben wir mal schön viel Kabel. Und das ist einigerseits mal das USB-Kabel, was man braucht, um das Mischpult an den PC anzuschließen. Dann haben wir hier noch das Kabel, was das ganze Mischpult mit Strom versorgt. Auch relativ gut verpackt hier. Mal auf die Seite tun. Und ja, da haben wir noch mehr Sachen. Hier haben wir sogar eine ganze Schachtel. Oder ja, so ein Kartonteil. So, dann haben wir hier schon mal schön viel Papier. Wahrscheinlich noch die Beschreibung, wie das Ganze hier angeschlossen wird. Und ja, hier haben wir noch schön einen Behringer Aufkleber. Und werde ich werde ich noch durchlesen einfach. Und ja, kommt auch mal auf die Seite. Wir haben jetzt nochmal so ein Teil hier. Das kann man auch mal hier reintun. Und da kommt auch schon das eigentliche Stück hervor. Und zwar das Mischpult selber. Auch wieder schön gut verpackt mit Klebestreifen. Weil es grundsätzlich immer alles mit Klebestreifen dabei ist. Und oh, ja, kann man gerade richtig gut verreißen hier. Ja, die Packung ist hin. So. Das ist jetzt das gute Stück, auf das ich auch gewartet habe. Es hat hier mal zwei Eingänge für das Mikrofon. Und ja, halt diese Regelung. Und ja, wenn ihr halt Reviews zum Beispiel über das Mischpult, vielleicht auch über den Arm hinten oder auf das dritte, was ich dann noch zeigen werde, sehen möchtet, könnt ihr das unten natürlich dann noch, also unten noch in die Kommentare reinschreiben. Dann werde ich das für euch noch machen. Ja, ich habe mir einfach das Behringer Xenix QX1200 USB gekauft, weil es zwei Anschlüsse hat für das Mikrofon selber. Und weil das sozusagen ein interner Mixer drin hat, das haben die meisten nicht, weil ich weiß nicht wieso, also er war ein bisschen teurer wie die normalen. Und ja, man kann halt hier einfach dann noch so Soundeffekte rein mixen, wie ein Hall oder ein Echo und so Sachen. Finde ich relativ cool. Verarbeitung auch in einem positiven Bewertung. Und ja, ich kann jetzt hier nicht gerade so viel sagen. Hier sind also noch die Kabel. Was habe ich hier noch? Wir haben das Kabel hier noch. Und gucken noch, ob hier noch was fehlt. Denn im Grundsatz sollten eigentlich noch irgendein anderes Kabel dabei sein, sofern ich mich erinnere. Ach nee, genau, das war nicht bei diesem Mischpult. Da gibt es eben noch andere Mischpulte, wo dieses Audio-Interface hier hinten nicht haben. Und ja, bin auch sehr positiv überrascht. Und ja, werde ich jetzt auch mal hier hinten ran tun. Und jetzt kommt, ja, hier noch zum Essen. Nee, Quatsch, darf man ja nicht essen. Jetzt kommt das Herzstück aller Teilen und vielleicht haben die meisten es schon geahnt, denn man kann ja ein Mikrofonarm und ein Mischpult ja so nicht brauchen. Und ja, dann habe ich mir extra noch das Rode NT1A Studio Mikrofon gekauft. Jawohl, ich habe es mir endlich mal geleistet, ein richtiges Großmembran-Mikrofon zu kaufen.